In diesem Video beschäftigen wir uns mal mit Teilbarkeitsregeln, und zwar am Beispiel der Teilbarkeit durch 9. Die Frage steht im Raum, wann ist eine Zahl eigentlich durch 9 teilbar? Da gibt es eine Regel und ja, ich erkläre euch mal, wie man diese Regel begründen kann. Warum gilt diese Regel eigentlich? Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal die Zahl 1233. Ist die Zahl durch 9 teilbar, ja oder nein? Was könnte man machen? Na ja, gut, man kann die Zahl 1233 zum Beispiel schriftlich durch 9 dividieren und schauen, ob es aufgeht oder nicht. Eine andere Möglichkeit ist, die sogenannte Quersummenregel zu verwenden. Kennt ihr vielleicht, ne? Ich muss die Quersumme bilden und schauen, ob die Quersumme durch 9 teilbar ist. Wie macht man das? Man addiert alle Ziffern der Zahl auf, ne, alle Ziffernwerte, 1 plus 2 plus 3 plus 3, das ist die Quersumme, und schaut, ob das, was da rauskommt, durch 9 teilbar ist. 1 plus 2 plus 3 plus 3 ist 9 und 9 ist offensichtlich durch 9 teilbar, also ist auch 1233 durch 9 teilbar. Wieso kann man das eigentlich machen? Wieso genügt es, die Quersumme zu bilden und zu prüfen, ob die durch 9 teilbar ist? Das erkläre ich euch jetzt mal am Gummibärchenmodell. Na, Gummibärchenmodell ist folgendermaßen. Wir stellen uns vor, wir haben 1233 Gummibärchen. Und wir wollen die Gummibärchen gleichmäßig auf 9 Personen verteilen. Angenommen, wir können die 1233 Gummibärchen so verteilen, dass keins übrig bleibt und alle 9 Personen gleich viele Gummibärchen haben, dann ist 1233 durch 9 teilbar. Angenommen, beim Verteilen bleiben irgendwelche Gummibärchen übrig, dann ist 1233 nicht durch 9 teilbar. Okay, wie kann ich jetzt 1233 Gummibärchen irgendwie strukturiert darstellen? Probieren wir es mal folgendermaßen. Von rechts nach links. Also ich habe, wenn ich die letzte Ziffer mal betrachte, 3 einzelne Gummibärchen. So, jetzt die nächste Ziffer ist ja die 10er, ist ja an der 10er-Stelle, ne? Das heißt, ich brauche 30 Gummibärchen. Wie mache ich das? Ich nehme mal 3 10er-Packungen dazu. 3 Packungen mit jeweils 10 Gummibärchen habe ich jetzt insgesamt 33, ne? Jetzt brauche ich noch 200, dann nehmen wir mal 200er-Packungen noch dazu und eine 1000er-Packung. Ja, also ich habe eine 1000er-Packung, 200er-Packungen mit Gummibärchen, 3 10er-Packungen und 3 einzelne Gummibärchen. 1233. Jetzt beginne ich mal, diese Gummibärchen auf 9 Leute zu verteilen. Und womit beginne ich? Mal mit der 10er-Packung. Ich beginne mal mit einer 10er-Packung mit der ganz rechts und verteile die an 9 Leute. Also ich reiße die Packung auf und stelle fest, ich kann ja aus dieser 10er-Packung 9 Gummibärchen an die 9 Leute verteilen und dann bleibt ein Gummibärchen übrig. Na, 10 Gummibärchen, 9 habe ich verteilt, 1 bleibt übrig. Und das kann ich mit jeder 10er-Packung machen. In jeder 10er-Packung kann ich 9 Gummibärchen an die 9 Leute geben, jeder kriegt 1 und ein Gummibärchen bleibt übrig aus jeder Packung. Gut, gehen wir mal zur nächsten Packung, zur 100er-Packung. Da ist es so, wenn ich so eine 100er-Packung aufreiße, dann kann ich daraus 99 Gummibärchen an die 9 Personen gleichmäßig verteilen. Bleibt jeweils ein Gummibärchen übrig. Also 99 Gummibärchen sind schon aus den Tüten rausgenommen, eins bleibt übrig. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Auch bei der 1000er-Packung ist es ähnlich. Da kann ich 999 Gummibärchen an die 9 Leute verteilen und ein Gummibärchen bleibt übrig. Ja, und das funktioniert bei jeder Packungsgröße. Ne? Angenommen, ich habe 10.000er-Packungen, dann kann ich von den 10.000 Gummibärchen 9.999 an alle 9 Personen verteilen, eins bleibt übrig. Genauso bei 100.000er-Packungen, 1.000.000-Packungen und so weiter. So. Das heißt, in jeder Packung bleibt ein Gummibärchen übrig und jetzt muss ich doch nur noch prüfen, ob alle Gummibärchen, die jetzt noch übrig geblieben sind, zusammen durch 9 teilbar sind, also auf 9 Personen aufteilbar sind. Also wie viele Gummibärchen habe ich jetzt noch? 1 plus 2 plus 3 plus 3, 9 Gummibärchen bleiben übrig. Ja, und genau das begründet die Quersummenregel. In jeder Packung bleibt genau ein Gummibärchen übrig, das heißt, ich muss nur zählen, wie viele Packungen habe ich eigentlich und wie viele einzelne und alles zusammenzählen. Quersummenregel.